Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Reis aus Atombräder. Weiter geht es. Holen wir jetzt. Das, was hier noch rumliegt. Frage ist, wie kommen wir da rein? Muss erstmal den Weg dahin finden. Wie man in dieses Haus kommt. Kann man hier irgendwo durch? Nö. So. Hier kann auch nicht durch. Ja. Das ist eine Sucherei. Ich will ja irgendwie ans Dokument kommen. Hallo. Ich kann das Teil nicht retten. Die Wunde ist zu schwer. Da sind noch mehr drin. Das sag ich doch. Gott. Ich muss es ab. Warum wird da eigentlich alles blockiert? Er hat schon wieder ein optionales Herausforderungsgrab.
Moment, ich muss mal kurz weg. Bin gleich wieder da. So, dann bin ich wieder da. Jetzt weiß ich, dass ich das wieder rausschneiden darf. Heißt, das wäre ein bisschen komplizierter zu schneiden. Wie komme ich da ran? An dieses verdammte Teil. Was ist das hier eigentlich? Ich kann sie fühlen. Eine steckt sehr tief. Dann los. Ich bin bereit. Sag mir bloß, ich kann jetzt nicht wieder zurück. Heißt, ich brauche wieder ein Basislager eigentlich. Ja, genau, ich habe eins gefunden. Wie bitte? Da ist auch noch ein Dokument. Du könntest diese Aussicht sehen, Lara. Die Grabungsstätte sieht am frühen Abend so schön aus, wenn die letzten Sonnenstrahlen das Werk harte Arbeit beleuchten. Dann werden die Lagerfeuer entzündet und der Geruch von Grillfleisch zieht durch das Camp. Es hieß, es sei Meerschweinchen. Ich lehnte ab. Roth aß zwei. Vielleicht nehme ich dich nächstes Mal mit. Wie lief die Geschichtsarbeit? Das sind meine schönsten Erinnerungen, Dad. Mit dir bei den Grabungsstätten. Besonders, wenn ich ein eigenes kleines Feld zum Graben bekam. Das war schön. Das Gefühl, Teil von etwas Wichtigem zu sein. In der Arbeit hatte ich eine Eins. Ja, was nehme ich denn? Ja, Bonus-Epic kann ich immer gebrauchen. Ja, ein bisschen Schaden erhöht von meiner Schrotflinte. Neuer Monolith. Lesen. Und es deutet irgendwo hin. Münzerstecker. Da. Da und da. Warum so weit aus dem, so weit entfernt? Ich finde es hier ziemlich verwinkelt. Ich frage mich immer noch, wie man da hinkommt. Und es gibt da eine Verbindung? Das muss ich auf jeden Fall noch auskundschaften. Wobei mir die Münzerstecke wichtig sind.
Inzwischen wollen die mir Geld geben. Ich brauche diese Verbesserungsstufe. Ich brauche sie. Ich glaube, hier ist der Eingang. Na, was ist denn hier? Ah, es geht, glaube ich, nach unten. Was ist hier? Nichts. Hätte hier was versagen können, dass sich da was versteckt. Man muss ja immer nachgucken, ob hier irgendwas versteckt ist. Okay. Okay. Okay, hier kann man ganz gut rüber. Anscheinend. Das sieht auch wieder nach einem Rätsel aus. Wow. Eine Art Begräbniskammer. Okay. Und eine Truhe. Ein silberner Korb. Er sollte wohl zur Dekoration dienen, aber niemand hat ihn als Getreidekorb benutzt. Ach, ja, habe ich jetzt automatisch den richtigen Weg genommen? Großartig. Ach, ein Dokument. Her damit. Jemand ist hier eingebrochen. Mitten in der Nacht. Er hat sich die Taschen mit Münzen gefüllt. Kannen mit Öl und Wein umgestoßen. Und alle, die hier begraben sind, entweiht. Es zerreißt mir das Herz, dass einer von uns diesen Ort entehren konnte. Nur für einen vergänglichen Augenblick irdischen Reichtums. Wir müssen einen Weg finden, diesen Ort zu schützen. Selbst vor unseren Brüdern. Ja, bin immer noch bei Stufe 6. Brauche ein bisschen mehr Fortschritt dabei. Mit der anderen Spule kann ich das Floß näher zur Insel ziehen. Es hat ja gut funktioniert. Münzen für den Fährmann. Ein bisschen Münzen kann ja nicht schaden. Oh. Wir mögen fern der Heimat sein, aber das macht uns nicht zu Barbaren. Wenn unsere Lieben sterben, wie viel zu viele in letzter Zeit, erweisen wir ihnen den gebührenden Respekt. Als wir keinen Weinberg hatten, um Wein herzustellen, wuschen wir die Toten mit Seewasser. Als wir keine Webstühle für die Leichentücher hatten, wickelten wir die Verstorbenen in Häute und Felle. Wir besaßen kaum Münzen, doch jetzt schmieden wir eigene, damit unsere Toten die Überfahrt in die nächste Welt bezahlen können. Ich wünschte nur, der Preis wäre nicht so hoch. Los, komm. Boot, komm. Komm hierher.
da hinten ist auch was. Was war das denn? Okay. Ein Boot. Na, wieso verfehle ich? Hallo, ich war doch direkt drauf. Und nein, du verfehlst. Oh, so kommt man rüber. Oh, das sieht gut aus hier. Interessant. Die haben ihre Toten einbalsamiert. Neue Gemälde und Wandgemälde. Das ist auf jeden Fall noch eine Höhle. Mal gucken, was ich hier bekomme. Bin gespannt. Okay. Und noch eine Truhe. Ein goldener Kelch, gefertigt für einen König oder einen Propheten. Er wurde hier hergestellt, in Kitesh. Okay. Mach die Welt kaputt, Lara. Lass mal gucken, habe ich hier irgendwas übersehen? Ja. Ja, alles voll! Sonst ist hier nichts weiter gut. So, durch da. Ich muss irgendwie darüber kommen. Vielleicht mit einem Seil. Ah, hier kann man ganz einfach wieder hoch. Einfach mit klettern. Hier hoch. So, das ist ein einfacher Weg zurück.
ist doch was. Oh, ein Beutel. Wie kommt man da hin? Das will ich wissen. Wie kommt man da hin? Muss er ihnen einen Weg geben? Aber ich mache jetzt hier erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part.